Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde bei Let's Play. Warte mal, ich muss noch was machen. Entschuldigung. So, aber jetzt endgültig herzlich willkommen zu einem neuen Part. Part 67 von Let's Play Flatout Ultimate Kanäle. So. Die waren ja da stehen geblieben bei einem Rennen. Sadie Taylor ist erster geworden. Yeah. Weit's weiter? Ich meine, ich habe das Rennen eben erst gemacht. What the fuck? War ich da so im Gespräch vertieft? Scheint wohl so, ne? Oh Mann. Ich muss mich mal kurz woanders vertiefen. Ich würde mal sagen, bis gleich, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Wir hatten ja ein Thema. Menschen sind ja Tiere. Menschen sind ja wirklich eigentlich Tiere. Weil, der Mensch stammt ja von Affen ab, bekanntlich. Und ein Affe ist, wie man ja eigentlich denkt, sind Affen ja auch Tiere. Und ich meine, ich fange gerade an, ein sehr komisches Thema anzufangen. Mal vorweg. Ich finde solche Leute nicht schlimm, wenn die Tiere nicht dabei quälen. Ja, das mal vorab gesagt. Alter, was war das denn gerade? Ich meine, ich bin da echt tolerant. Also, wenn die Menschen die Tiere nicht quälen währenddessen oder so, ne, ich kann da weder sagen, ich finde das okay oder ich finde es nicht okay. Also ich akzeptiere sowas. Ne, es gibt sowas, ich akzeptiere das. Und wenn sie die Tiere dann nicht quälen, oder das, ja, wenn sie die Tiere halt quälen, sag mal, ja, wenn sie die Tiere in dem Sinne nicht quälen, das akzeptiere ich auch. Ja. Zum Hauptteil, ja, es gibt da wirklich, wie gesagt, Menschen sind eigentlich ja auch Tiere. Und wenn Tiere mit Tieresex haben, ist ja eigentlich, das sieht der Mensch ja eigentlich als normal an, sag ich mal. Ja. Ich meine, gut, ich sag mal, wenn jetzt ein Hund in der Katze Sex hat oder so, dann ist das auch nicht mehr. Ich meine, da gibt es ja auch schon diverse Videos auf YouTube. Das. Ich weiß nicht, ob ich sowas lustig finden soll oder strange. Aber geben tut's das. Also. Ja, warum nicht? Ne? Ja, um aufs Thema zu kommen, es gibt ja Leute, die haben mit diversen Tieren auch Sex. Zum Beispiel ein Mann, der ein Pferd fickt oder sonst irgendwas. Das ist wieder so eine Sache, finde ich, ja okay, nicht, aber ja, ich sag mal so, ich bin da zwiegespalten. Einerseits, okay, finde ich es nur, wenn das, ja, wenn das Tier dabei, ja, nicht leidet, dann wäre es für mich vertretbar. Aber sonst würde ich das eher nicht begrüßen. Ich meine, gut, es gibt solche und solche Menschen. Es gibt
Es gibt solche Menschen, die gerade Tiere quälen, gerade weil sie halt Sex mit ihnen haben wollen oder so. Das würde ich halt nicht begrüßen. Das finde ich extrem scheiße. Das kann ich auch nicht verstehen, sowas. Nur wenn jetzt jemand, ich sag mal, zum Beispiel ein Tier, wirklich ein Tier vom Herzen liebt und alles und mit denen auch Sex hat. Und das Tier leidet durch ihn nicht, weil er genau aufpasst, was er macht mit dem Tier, dass es ihm nicht wehtut oder so. Ja, da würde ich wieder neutral reagieren quasi. Weil einerseits tut er eben dem Tier nicht weh und andererseits, ja, ich meine, beide haben was davon, also das Tier und der Besitzer, sag ich mal. Und ich meine, viele Menschen sehen das ja echt falsch an, manchmal. Das sind halt Vorurteile. Ja. Und ja, das muss jeder sehen. Muss jeder selber sehen, wie er, was er halt gerne hat und was er für Vorlieben hat und was weiß ich und alles. Aber naja. Solange er niemanden quält damit, ne? Ja. Und wenn man es mal so sieht, ne? Ich meine, ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung. Rein theoretisch müsste es ja eigentlich so sein, dass die Menschen sich untereinander partnermäßig mehr quälen als Tiere. Weil, gibt es mehrere Beispiele. Zum Beispiel One-Night-Stands, diverse Stripclubs oder Läden, wo man halt Liebe machen kann gegen Geld. Und bei den Läden, wo man Liebe machen gegen Geld, da kann man ja heimlich hingehen. Obwohl man eine Frau oder eine Beziehung hat. Und das machen ja teilweise Leute. Und ja. Das sind Tiere ein bisschen gut. Ich habe da jetzt auch nicht so viel Ahnung, was da unter Tieren los ist. Ich meine, gut, mal ein Beispiel. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, man hat jetzt zwei Hunde, zum Beispiel ein Rüde und eine Hündin halt, und die lieben sich untereinander quasi. Also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach so. Ich denke mal, dass der Rüde dann auch bei einer fremden Hündin, wenn die jetzt läufig wäre, trotzdem da ein bisschen knicknack machen würde. Und deswegen ist das ist halt echt schwierig, ne? Also vergleichsmäßig. Aber ich denke mal, Menschen sind da schlimmer, weil gerade weil es so, solche Lokale gibt, wo man gegen Geld und so, ne? Was alles machen kann. Und
Das gibt es halt im Tierreich nicht. Ne? Das wäre schon strange. Weißt du, gehst du im Wald, da steht so eine Hütte. Und, mein gut, es gibt ja auch freilaufende Hunde und so. Und Katzen. Und gerade, oh Alter. Es gibt gerade viele freilaufende Katzen. Ihr müsst euch mal vorstellen, im Wald oder so steht eine riesen Hütte mit mehreren Etagen. Scheiß drauf, wie die Katzen das gebaut haben wollen. ja. Scheiß drauf, wie die Katzen das gebaut haben wollen. Ja, da sind überall Katzen drin, die halt ja läufig sind, und die Kater, die bringen halt irgendwie Futter mit oder ja, ein Wollknäuel oder was weiß ich, was sie da als Zahlungsmittel nehmen wollen. Und ja. Ja, und wenn die es dann hinbringen, dann rammeln die erstmal die Katzen halt, ne? Also die Kater, die Katzen. Deswegen gibt es auch so viele freilaufende Katzen, weißt du? Das ist die Erklärung. Weil ich weiß schon wieder... Oh, warte. Ja, ich weiß schon wieder so ein bisschen vom Thema. Ja, Menschen und Tiere, das... aber es gibt wirklich... Ja, wie ist der denn geflogen eben? Wie geil war das denn gerade? Der fliegt auch noch so geil. So geil. Ja, ich meine, es gibt Gesetze dagegen. Die verstehe ich aber irgendwo nicht. Weißt du, die... Ich meine, Menschen sind Tiere. Und wenn man... Ich meine, gut, wenn man Tiere wirklich vergewaltigt, dass sie... ja, dass sie wirklich leiden darunter. Dann könnte man wirklich ja, gesetzlich einschreiten. Das würde ich verstehen, auf jeden Fall. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, der Tiere liebt oder so, wenn der jetzt zum Beispiel... Ich sag mal, sein Kater... Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber... Jetzt zum Beispiel sein Kater irgendwie sexuell sonst irgendwas. Oder sein Pferd oder sein Schaf oder was weiß ich. Und das Tier leidet da nicht drunter. Ich meine, ich würde da nichts machen. Also, solange man nicht merkt, dass das Tier drunter leidet, ist das in Ordnung. Na gut, es ist schwierig, das herauszufinden, das ist wirklich schwierig. Das kann ich bei dem, bei der Polizei oder bei den Kommissaren und so, kann ich das verstehen. Aber, da müsste man sich doch irgendwas irgendwie einfallen lassen können oder so. Ich meine, ne? Zum Beispiel, vom Psychologen irgendwas, oder dass man polizeilich zum Psychologen geschickt wird. Ich meine, gut, viele, die so sind, würden das wahrscheinlich als negativ ansehen. Aber das, ne? Das wäre doch schon mal wieder, wäre das schon mal was. Wäre schon mal ein Anfang. Weißt du, das. Oder ein Zoologe, der oder jemand, der sich mit Tieren wirklich auskennt, der das Tier dann begutachtet und so, wie es im Umfeld von demjenigen lebt und wie es dem gegenüber reagiert. Und das könnte man alles machen eigentlich. Entschuldigung. Könnte man machen. Aber gut, ich... Mann, jetzt haben wir schon fast den ganzen Part nur über das Thema geredet. Ja, das ist schön. Na gut, schön nicht, aber war erwähnenswert.
Hoffe ich jedenfalls. Ja, bei was im Thema kann man noch gehen? Warte, ich bin Zweiter geworden? Oh, jetzt bin ich Erster geworden. Aber über was kann man noch reden? Ja. Ach so, falls jemand, ich meine gut, ich habe ja Facebook bei mir, also bei YouTube verlinkt. Falls einer das Video gesehen hat, wie ich meinen 3DS auspacke und sich eventuell fragt, Mensch, dann müsste ja eigentlich ein paar 3DS Let's Plays kommen. Das wird definitiv eigentlich nicht passieren, weil eine Capture Card kann man sich nicht kaufen. Ein Emulator für den 3DS gibt es nicht. Und also eine Capture Card gibt es nicht zu kaufen, die kriegen nur Redakteure oder die ja Nintendo Partner sind, so wie Domtendo zum Beispiel. Ist halt überhaupt nicht machbar. Das tut mir auch echt leid. Aber ich kann sagen, dass der Nintendo 3DS echt geil ist. Also ich habe mir den 3DS XL bestellt in Silber. Oder ich habe den schon hier. Ja, ne? Kann auch ein klein vielleicht das Bild mal einblenden gerade. Und als Belustigung mein kleines Generationstreffen einfach. Kann ich auch mal gerade einblenden. Dankeschön, Zukunftsrondex. Ja. Gut, da ist jetzt nur der Game Boy Color in der Pokémon Edition. Dann der normale DS in Blau und der 3DS zu sehen. Klar fehlt dann noch der 3DSi oder ja was, die ganzen DS-Komplikationen sind da. Die ganzen Versionen halt. Gut, der Game Boy Advance fehlt noch und der ziegelsteinförmige normale Game Boy, der war auch klobig damals, Alter. Das kann man sich gar nicht vorstellen in der heutigen Zeit. Weißt du, ein Ziegelstein war da gar nichts gegen. Vor allem, ich habe den damals auch in Gelb gehabt. Mal. Also ich habe einmal in Grau und einmal in Gelb habe ich den gehabt. Und ich wäre Dritter? Na, solange ich Erster bin, ist das alles in Solange ich Erster bin, ist alles in Ordnung. Im Endeffekt. Dann trotzdem noch Erster. Yay! Super. Ja, ich habe den den normalen Gameboy habe ich damals in Gelb und in Grau gehabt, ohne Frontscheibe, weil die wahrscheinlich schon so zerkratzt war. Ja, also das ist wirklich für die, die das nicht kennen, das war ein ziegelsteinartiger, klobiger Gameboy, der, Alter, das kannst du dir so vorstellen, das ist ein Ziegelstein mit Knöpfen und Display, Alter, das ist unfassbar gewesen. Hm.
muss auch gerade den Part beenden. Fällt mir gerade auf. Ich würde mal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren und Kommentare schreiben könnt ihr auch sehr gerne. Würde ich mich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Flatout Ultimate.